Jetzt wollte ich Stämme nehmen? Genau, Stämme wollte ich. 1, 2, 3. So. Ungefähr, genau. So. Ich wollte das Ganze nämlich noch ein bisschen wie so eine kleine Terrasse verlängern. Im Moment gerade ein bisschen die Befürchtung, dass das ein bisschen sehr klotzig wird. So alles in allem, aber mal gucken. Wir ziehen auf jeden Fall nochmal den Boden hier rein. Oder ziehen wir... Wir könnten da hier auch Bretter einziehen, dann wirkt das Ganze von unten noch so ein bisschen eingesenkt. Wisst ihr, wenn wir jetzt die ganze Zeit Bretter an die Oberkante setzen von diesem Holz, von dem Holzgerüst, dann könnte man, hier noch so eine leichte Delle nach oben drinnen, dann wirkt das Ganze nicht so platt. So wie wir jetzt auch immer die ganzen Regale sozusagen eingezogen haben, ziehen wir hier jetzt einfach den Boden ein. Von oben sollte das dann keinen Unterschied machen, weil es ja kein halber Block ist sozusagen, sondern nur nach unten ein halber Block ist. Außerdem Spaß halt Material. Das ist halt nochmal so ein Beigeschmack des Ganzen sozusagen. So. Genau, der wächst da hoffentlich oder halt auch nicht. Je nachdem. Genau, was ich meine ist, dass man jetzt hier sozusagen einfach den hier, die hier einzieht. Von hier oben macht es absolut keinen Unterschied. Man sieht es optisch gar nicht und wir können auch ganz normal Sachen drauf setzen. Also für das Spiel macht es auch keinen Unterschied. Ich finde, das kann man eigentlich machen. So. Sieht man auch nicht. Boah, was eine Grundfläche, ey. Da kann man ein halbes Haus drauf bauen. Ja, das wird ja auch unser Haus. Ich muss nur aufpassen, dass das nicht zu klotzig wirkt. Das darf nicht zu klotzig werden, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall bauen wir erstmal den Boden hier und dann können wir uns da ja immer noch weiter Gedanken drüber machen. So. Es hilft übrigens jetzt alles nichts, wir brauchen mehr Holz. Also Fichtenholz. Entschuldigung. Oder haben wir noch Fichtenholz? Ja, Fichtenholzbretter. Cool. Sehr cool. Guck mal, sieht das hier halt so ein bisschen eingerückt aus. Stört mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Fällt einem halt auch echt nur auf, wenn man wirklich nach oben guckt. Und sagen wir das nicht tun. Fällt da auch nichts auf. So. Mist, habe ich mich verklickt, aber egal, das kriegt man weg. Hä? Achso, da habe ich versehentlich die normalen Fichtenholzbretter angewählt, nicht die Stufen. Gar nicht, dass wir noch welche haben, aber... Ja, ist auch stimmt, wir haben eben die Reihe da hinweggezogen. Hier. Die können wir natürlich auch wieder verarbeiten. Aber... So.
40 hier. Irgendwie gegen das Mikro gekommen. So, mit Computerblock. Eine riesen Baufläche, wie wir hier erschaffen. Ey, ich weiß immer noch nicht genau, was wir hier alles bauen wollen. Das Haus wird möglicherweise etwas sehr groß. Also wäre möglich. Kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen. Da wäre jetzt die Frage, bis wohin machen wir das Haus? Ich würde fast sagen, bis an die Wand ran, ne? Nur gesagt, wir integrieren den Berg mit. Dann schießt das hier eigentlich mit ein, dass wir das so machen. Dass wir uns das ein bisschen am Berg orientieren. So. Jetzt brauchen wir aber mehr Holz. Muss auch kurz was trinken. Stimme ölen etwas. Oh, unser Fichtenwald ist gewachsen. Den werden wir jetzt auch brauchen. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. So. Und wenn man hier sowas Hässliches wie dieses ganze Gestrüpp hier mal unserer Kiste räumen hier. Ja, es wirkt doch ein bisschen sehr klotzig. Mal gucken. Stimmt mich jetzt gerade im Moment noch nicht so glücklich. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Also ich muss mir was einfallen lassen. Eigentlich hatte ich mir das voll cool überlegt alles, aber irgendwie kommt es in der Praxis doch irgendwie immer irgendwie anders. Es kommt immer erstens anders und zweitens als man denkt. Dann hauen wir den Baum auch nochmal weg. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Das Schöne ist halt, wir müssen nicht weit laufen, um das Holz zu hacken. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Zu schnell die Setzlinge einzusammeln? Nee, okay. Sind noch keine Setzlinge gedroppt? Drop it, eingezott. Ach nee. Ich weiß gar nicht, wo der Spruch herkommt. Da habe ich aber mal irgendwo aufgeschnappt. Schön ist an Fichtenholz hacken. Es geht halt wirklich sehr schnell und die Bäume sind deutlich ergiebiger als Eichenbäume. Ha, ich habe so ein paar Ideen, was man mit dem, wenn man das Ganze ein bisschen nicht so klobig werden lassen könnte, das Haus, und zwar an den Teil, der sozusagen zu unserem, also erstmal muss sowieso noch irgendwie eine Verbindung zu unserem ersten Haus sozusagen hergestellt werden, das ist klar, sonst macht das Ganze ja wenig Sinn. Da wollte ich von unserem Schlafzimmer aus im ersten Stock eine Brücke rüber machen. Den Teil, wo das ankommt, wollte ich als Dachterrasse machen. Und ich hatte überlegt, man könnte so eine ganz kleine Dachschräge machen. Nur so vier Blöcke, die hintersten vier Blöcke, die an den Berg grenzen, sozusagen als Dachschräge. Da dann eine Wand ziehen für den ersten Stock und da dann sozusagen das zweite Dach drauf. Sie kennt ja sicherlich diese ganzen Häuser, die man eigentlich überall sieht, mit so ein bisschen verschnörkelten
ja, Dächern, wo immer hier so eine kleine Dachgaube ist und da ein bisschen was verschnörkelt ist und da so ein kleines vorgesetztes Schrägdach. Und so ein bisschen an den Stil wollte ich hier anknüpfen. Es ist kacke, es ist zu beschreiben. Ich werde versuchen, das heute gleich noch anzugehen. Daher werdet ihr dann sehen, was ich eigentlich meine. Es ist nervig, sowas zu beschreiben, deswegen dachte ich, ich probiere es mal, habe mitten während ich am Reden war gemerkt, das wird nichts. Das ist immer so blöd bei manchmal, man hat immer die ganzen Sachen immer so direkt im Kopf, okay, so, da, der Block da, und dann dies, das, jenes, und dann sitzt du da, nimmst auf, wie ich jetzt in dem Fall, und überlegst dir, ha, wie erkläre ich das jetzt so, dass die das verstehen? Gar nicht so einfach. Wirklich nicht einfach, also... Wie viel haben wir eigentlich gleich? 2 Stack-Stämme haben wir gleich. Ich würde sagen, wir machen kurz einmal radikalen Kahlschlag. Wir werden das Holz brauchen. Wir werden es wirklich brauchen. Oh, ich liebe diese Melodie. Ey, dann möchte man doch eigentlich nur irgendwie Augen zumachen und träumen, oder nicht? Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber es ist halt echt wahr. Wir werden vielleicht ein bisschen noch ein bisschen knobeln müssen, was unser Häuschen angeht, vor allem was jetzt, also das Erdgeschoss ist jetzt halt fertig, also das ist halt unumstößlich, ist Fakt. Beim Rest können wir vielleicht noch ein bisschen, es ist jetzt auch ein bisschen Experiment, dieses Haus von mir aus. Ich habe noch meinerseits aus ein riesen schiefes, verwinkeltes Haus gebaut, ich war meistens noch relativ gerade und will jetzt ein bisschen weg, also meinen Stil sozusagen ein bisschen ändern und ein bisschen mehr ins verwinkelte, verspielte gehen vom Baustil. Und das hier ist ja sozusagen ein Live-Experiment, ob ich das kann. Von daher glaube ich, wenn wir das ein oder andere Mal doch korrigieren müssen, kann auch sein, dass wir das Dach halb fertig haben, das erste, den ersten Stock, und dann erstmal wieder alles wegreißen. Kann passieren. Wenn ich damit nicht zufrieden sein sollte. Weil ich habe da, in Minecraft bin ich Perfektionist. Da gibt es keine halben Sachen, ganz oder gar nicht. Und wenn das ein scheiß teures Material ist, wenn man für den Boden 130 Blöcke Obsidian braucht, dann ist das so. Dann pickert man diese 130 Obsidian-Blöcke. Was eigentlich völlig inakzeptabel ist, ist irgendwie ein anderes Material nehmen, nur damit es leichter geht oder schneller. Findet nicht statt. So, wir forsten mal wieder auf. Denn das Projekt Haus wird uns so ein kleines Weilchen in Anspruch nehmen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch Holz nachholen müssen. Aber da wir die Sauna hier ja noch nicht hingesetzt haben auf diese Fläche, ist die ja sozusagen noch für eine Baumschule zu haben, sag ich jetzt mal. Könnte noch einer hin. Und ich denke, dann haben wir auch schon wieder aufgeforstet. Halbwegs vernünftig. Der erste Baum ist sogar schon wieder gewachsen, aber den hacken wir jetzt nicht. So, ich muss erstmal das, was ich hier verunglimpft habe, wieder halbwegs vernünftig hinkriegen. Also brauchen wir auf jeden Fall ein paar Bretter. So. Bam. Da der Boden noch nicht fertig ist, brauchen wir auch auf jeden Fall noch ein paar Stufen. So. Fichtenholzstufen. Passt das irgendwie nicht, dass hier so ein Holzblock sitzt, ne? Wir machen das mal ganz anders. Wir machen das mal so, wie so eine
alte Trägerkonstruktion, sag ich mal. Na, dann könnte man eigentlich auch... Nee, ich hatte gerade überlegt, ob man die Säule noch ein bisschen ausrückt, aber so passt das schon. Jetzt könnte man höchstens überlegen, das hier so zu machen. Wie sehe das aus? Geht eigentlich, ne? Wenn man jetzt das an der anderen Seite spiegelverkehrt nochmal macht. Ich experimentiere gerade, ich habe es ja gesagt. Was sieht aus, was kann man machen, was kann man absolut nicht machen. Ne, ich finde, das ist zu klotzig. Das reißen wir mal wieder weg. Selbiges gilt für die Stufen hier. Die könnte man allerhöchstens lassen, dass das Ganze hier nicht so, weil wenn ich den jetzt hier wegreiße, ist es hier doch etwas, so will ich mal, das würde so bleiben, dann wäre das hier doch etwas sehr klobig, finde ich. Und daher machen wir das mal lieber so und vielleicht so. Oder? Ich finde, das kann man machen. Man sieht es von außen nicht, aber von innen ist es nicht ganz so kantig. Ich mag das nicht. Die Schwarzeiche hier hat irgendwie wenig Wachstumsmotivation. Das hatte ich schon fast befürchtet, dass das da nichts wird, aber ich dachte, ich probiere es mal. Wenn am Ende der Bauarbeiten der Baum immer noch nicht gewachsen ist, können wir immer noch überlegen, da eine Eiche oder eine Birke zu pflanzen. So, jetzt würde ich es an dieser Stelle erst noch ganz gerne probieren. Guck mal. Sieht doch schon mal gar nicht mehr so hart klotzig aus. So. Jetzt müssen wir den Boden noch schließen. Bäh, Mist. Dann reißt er, wenn wir es von oben gemacht haben, hat er immer nur die oberste Stufe weggerissen. Aber jetzt reißt er irgendwie den ganzen Boden raus. Keine Ahnung. Es fehlt genau eine Stufe. Genau eine! Oh, nee. Are you fucking serious? Bist du wirklich serious? Sirius Schwarz. Ach nee, das war Harry Potter. Ich würde sagen, dann müsste hier noch eine Säule hin. Ich baue die einfach mal, wo ich sagen würde, dass sie hin muss. Hier so kurz vor Ende, finde ich, und dann relativ mittig machen wir noch eine. Obwohl das eigentlich voll hohl ist, weil wir nur die beiden. Wisst ihr was? Ihr guckt jetzt bitte einmal kurz weg. Das, was ich hier jetzt mache, das sieht gerade keiner. So, keiner gesehen, ne? Gut, könnt wieder gucken. Was wollte ich hier jetzt? Ach ja. Leicht verwirrt heute. Stellen wir es auch gleich genug her. Noch einmal weggucken. Noch nicht wieder gucken. Nicht zuschauen. Es gibt hier nicht das Geringste zu sehen. Jetzt dürft ihr. Bah! Okay, nee.